Welche Voraussetzungen sollte man für den Studiengang Erneuerbare Energien mitbringen? Wichtig für den Studiengang ist ein großes Interesse an mathematischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Von daher ist es äußerst hilfreich, wenn man in der Schulzeit bis zum Schulabschluss die Fächer Mathematik und Physik belegt, da die relevanten Technologien auf physikalischen Vorgängen beruhen und man die Mathematik zur Beschreibung dieser Vorgänge benötigt. Kenntnisse in Biologie und Chemie sind ebenfalls nützlich im Bereich der Naturwissenschaften. Gute Sprachkenntnisse im Deutschen und Englischen sind unersetzlich, um seine Kenntnisse später anderen vermitteln zu können. Des Weiteren sind gesellschaftswissenschaftliche Fächer wie Erdkunde bzw. Geografie und Politik für den Studiengang hilfreich, um bereits Grundlagen für die Vorlesung in den ersten Semestern mitzubringen. Diese Fächer vermitteln Grundkenntnisse in gesellschaftspolitischen und geowissenschaftlichen Zusammenhängen. Welche Voraussetzungen müssen für eine Zulassung zum Studium der erneuerbaren Energien erfüllt werden? Die allgemeine Hochschulreife erwirbt man durch den Abschluss der gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium, einer integrierten Gesamtschule oder an einem beruflichen Gymnasium. Der Nachweis der allgemeinen Hochschulreife ist das Abiturzeugnis. Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule und kann in Rheinland-Pfalz erworben werden durch einen Abschluss an der Berufsoberschule oder durch eine Fachhochschulreifeprüfung. Personen, die eine berufliche Weiterqualifikation durch eine Meisterprüfung abgeschlossen haben, erhalten ebenfalls eine Hochschulzugangsberechtigung für das Studium der erneuerbaren Energien am Umweltcampus Birkenfeld. Personen, die eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis abgeschlossen haben, erhalten auch eine Berechtigung zur Aufnahme des Studiums. In diesen Fällen kann die Berufstätigkeit bereits als Grundpraktikum anerkannt werden.